Erzähle euch ein bisschen was über Motorcontroller, beziehungsweise wie man die baut, beziehungsweise wie man sie nicht baut. Es ist so ein bisschen Kombi-Vortrag. Generell geht das Thema enorm in die Tiefe, egal bei welchem Teil man ist. Deswegen werde ich nicht alles in die Tiefe gehen, sondern relativ oberflächlich sein. Wenn ihr Sachen Interesse habt, fragt sie einfach hinterher oder währenddessen. Dann gehe ich darauf weiter ein, weil man kann über jeden kleinen Bauteil extrem in die Tiefe gehen. Es ist ein Logikpuzzle, was nie aufhört. Also kann ich nur empfehlen, wenn man irgendwie Factorio zu einfach findet oder sowas, ist eine super Sache. Genau, so erstmal. Worum geht's? Einen normalen Motorcontroller und warum geht's darum? An und für sich, es gibt keine wirklich kaufbaren Motorcontroller für normale Brushed-Motoren, also stinknormale klassische Motoren, die mit mehr wie 12 Volt irgendwie zuverlässig funktionieren. Und die mit 12 Volt sind auch schon ein bisschen janky da meistens. Also das steht zwar drauf, du kriegst die auch gekauft, dann schließt du sie an 24 Volt an, dann gibt es eine kleine Staubwolke oder es knallt oder es brennt gleich ab und dann stellst du fest, da hat vielleicht das Datenblatt vom Chinesen marginal gelogen. Ja, ich verstehe auch, warum das nicht so trivial ist mittlerweile, aber zumindest verkaufe ich sie nicht und tue so, als würde es gehen. Genau. Dann, warum überhaupt Brushed-Motoren noch? Naja, zum einen, die Dinger gibt es wie Sand am Meer und extrem billig. Also so ein Brushed-Motor, der irgendwie für kleinere Anwendungen ist, also wir reden mal so um 50 Watt oder sowas, die Dinger gibt es für 2,50 Euro. Oder halt vom Schrottplatz quasi umsonst, weil die überall schon drin waren. Und sie haben einen sehr enormen Vorteil, wenn man irgendwas in Richtung Modellboot oder so hat. Im Zweifelsfall funktioniert so ein Brushed-Motor halt auch mal eine Zeit lang, wenn er unter Wasser ist, weil das Boot voll läuft oder so. Ein brushedes Motor hat da ganz schnell sehr hässliche Federerscheinungen, weil man nicht mehr richtig rausfindet, wie die Drehung ist und dem dann entsprechend nicht mehr sauber ansteuert. Dadurch, dass das mechanisch gekoppelt ist, hat man den leichten Vorteil, man kann ihn nicht so einfach falsch ansteuern, zumindest nicht, was den Motor angeht. Alles andere dann schon. Macht also auch sehr viel Sinn für irgendwie kleinere Pumpen oder so oder Pflanzenbewässerungsprojekte oder sowas, wo vielleicht mal Regen reinkommt. Ist einfach zuverlässiger. Genau, so ein genereller kleiner Überblick, einfach nur für die Bauteile von der ersten Version. Ja, du darfst gerne Fragen stellen. Okay, also die Frage ist, was der überhaupt macht. Also an und für sich, ich habe einen Motor, ich habe eine Stromquelle, Netzteil, Batterie, was auch immer. Ich habe ein Steuersignal, in meinem spezifischen Szenario jetzt von einer Fernbedienung, aber kann auch ein Arduino oder sonst was sein. Und irgendwie muss ich jetzt von dem Steuersignal zu irgendwas kommen, was mehr Strom schalten kann, damit der Motor sich dreht, und zwar mit der Geschwindigkeit in die Richtung, die ich will. Also darum geht es eigentlich, den Motorstrom zu schalten. Und zwar idealerweise mehr wie an und aus, weil sonst könnte man auch ein Relais nehmen, zumindest für einfache Motoren. Genau, das war die Variante 1, da liegen auch noch ein paar Platinen irgendwo in der Ecke bei mir rum, falls wer irgendwie coole Untersetzer oder sowas haben will, kann man sich gerne nehmen, sonst kommen sie in eine Tonne, weil die designtechnisch nicht ganz genial sind. Am Anfang war so der Gedankengang, wunderbar, wir bauen jetzt einen Motorcontroller, um alle Themen zu lösen. Also sprich, das Ding wird einfach überdimensioniert, 60 Ampere, 60 Volt. Das wird man nie brauchen, aber damit hat man Ruhe, weil man in allen Bereichen nach weit genug oben Luft hat, dass man eigentlich nie wieder Gedanken drüber machen muss. So die Idee, also sprich, man designt das Ding jetzt einmal durch, es muss nicht super klein sein, aber es muss funktionieren und einfach nie wieder nerven. Und da ist das Thema gelöst, so der Gedankengang. Generell die ganz groben Bausteine, einmal man hat irgendwo ein ESP rumfliegen, ESP32. Man hat irgendwo eine Spannungsversorgung rumfliegen für in diesem Fall noch 8 Volt, später eine andere Spannung. Warum genau, komme ich noch später darauf zu, aber man braucht eine Spannung, um die MOSFET sauber zu schalten, also für die Hardbrücken. In dem Fall, die erste Revision hatte noch zwei Motoren als Gedankengang, dass man doppelten Motortreiber macht, weil der ESP die Pins frei hatte und was macht man mit denen? Naja, man baut halt einen zweiten dran. Braucht man eigentlich nicht, weil die Erkenntnis macht es nur wesentlich komplizierter, ist deswegen auch rausgeflogen später. 3,3 Volt Spannungswandler für den ESP selber, einen kleinen Temperatursensor, den man besser bestückt hätte, aber nicht hatte. Noch Stromsensorik unten rechts. Die war in der Version davor rausgefunden, auch wenn der Motor nominal nur 30 Ampere zieht, die haben diese ganz hässliche Eigenschaft, wenn zum Beispiel Seetang sich um so eine Schiffsschraube wickelt, können die auch mal 120 Ampere Blockierstrom ziehen. Man will das erkennen können und dann runterschalten oder abschalten. Ja. Soweit der grobe Überblick. Generell, die Haarbrücken haben MOSFETs drin und da kommen wir zu dem Thema, was MOSFETs sind und warum MOSFETs toll und scheiße gleichzeitig sein können. An und für sich, der gesamte Gedankengang ist, ich habe ein Bauteil, wo ich mit einer kleinen Steuerspannung viel Strom schalten kann, im Gesamten. So,
hat diese kleine hässliche Eigenschaft, das Ding verhält sich an dem Steuerpin wie ein Kondensator. Das heißt, es hat eine Lade- und eine Entladekurve. Darauf kommen wir später nochmal. Generell haben MOSFETs extrem geringen internen Widerstand, wenn man entsprechende Power-MOSFETs auswählt. Also wir reden da im Bereich von Milliohm. Das heißt, in den meisten Fällen sind die Anschlusskabel höher ohmig wie der MOSFET. Das ist praktisch, weil je geringer der Innenwiderstand, desto geringer die Wärme. Da kommen wir auch nochmal später drauf zu. Die haben irgendwo eine Schwellspannung. Ab der Spannung fangen sie an, in den leitenden Bereich zu gehen. Also an und für sich, Chemiker, Physiker, wer auch immer, nicht zu genau zuhören, das ist jetzt alles halb falsch wahrscheinlich. Effektiv, man hat irgendwie dotierte Schichten drin und ab irgendeinem bestimmten Punkt baut sich ein Tunneleffekt auf, wodurch mehr oder weniger der Hauptstrompfad geht. Und ab dieser Schwellenspannung fängt der Tunnel an, sich aufzubauen. Das heißt, ab dem Moment werden sie eigentlich leitend auf dem Hauptpin. Aber halt nur leitend, je nachdem, wie stark man diesen Tunnel danach noch weiter aufbaut, gibt es da gewisse Grenzen, wo sich der Innenwiderstand ändert. Das wird auch noch wichtig. Ja, und deswegen, man darf nicht vergessen, auch wenn alles schön digital aussieht, das sind alles analoge Bauteile. Wirklich alles in diesem Motorcontroller hat analoge Sachen und verhält sich leider auch sehr analog. Was, wenn man so vorher nur so gemütlich Arduino ESP-Digitaltechnik gemacht hat, ein paar widerliche Überraschungen bietet und sagen wir, Lernerfahrungen der dritten Art. Typ 3 fahren. Es ist mehr so, man guckt drauf, man versteht absolut nicht, was passiert ist und dann liest man die Hintergründe durch, stellt fest, warum sind da eigentlich jetzt plötzlich mindestens zwei komplexe Zahlen in dieser Gleichung für den Kondensator drin und stellt dann fest, das sind alles, das ist so ein Fall, wo Mathematik aus dem 17. Jahrhundert plötzlich heutzutage Bauteile gefunden hat, die auch sich damit beschreiben lassen, die vorher komplett nutzlos waren mal wieder. Also außer theoretisch, das ist dann immer schön zu wissen, weil man hat, ist schwierig. Genau, so, MOSFETs durchschalten. Ich habe gesagt, die haben eine Ladekurve und man will sie sauber durchschalten, dass sie vernünftig niederohmig werden. Das heißt, man muss sie schnell durchschalten. Um das Ganze hinzukriegen, gibt es MOSFET-Brückenschalter. Das sind diese kleinen, nicht wirklich lesbaren gelben Dinger in der Haarbrücke bei mir drin. Also dafür gibt es fertige Chips an und für sich, die in dem Fall mit 1,5 Ampere den MOSFET durchschalten, anhand des Steuersignals. Also die geben quasi relativ kurze, relativ harte Ströme ab, sowohl in die Lade- als auch in die Entladerichtung, dass man nur im Nanosekundenbereich quasi in dem Bereich bleibt, wo der MOSFET nicht sauber durchschaltet und hochohmig ist. Weil wenn man in dem Bereich relativ lange ist, dann geht das ganz schnell Richtung Feuer über. Genau. Dann haben wir noch den zweiten Fall, der so ein bisschen problematisch ist. In dem Moment, wo man irgendwas mit 60 Ampere macht, fast egal auch was, wird jeder Fehler relativ schnell irgendwie lustig mit im Sinne von es brennt, es gibt lustige Schmauchspuren. Siehe unten rechts. Es explodieren Drachen, es fliegen Sachen weg, weil plötzlich Wasser verdampft oder Lötzinn oder sowas. Also es ist durchaus lustig. Und es können kleinste Fehler sein, wo so, wenn man das in so einer normalen Arduino-Schaltung hat, die LED-Lampe blinkt nicht richtig, wo du bei so einem Motorcontroller direkt irgendwas hochgehend hast. Also bleibt spektakulär. Ja, dann kommen wir zu meinem Lieblingssatz in Datenblättern. Thermally limited by package. Das Ding ist so eine kleine Anmerkung, die man bei fast jedem Bauteil, insbesondere bei MOSFETs, dran hat. Und die auf den ersten Blick nicht wahnsinnig katastrophal klingt, aber die Kurzversion dahinter ist, man hat irgendein MOSFET, der sagt, das ist ein 300 Ampere Power MOSFET, der kann technisch gesehen auch 300 Ampere schalten, aber wenn man das Ganze thermisch durchrechnet mit realistisch machbarer Kühlung, kommt man dann irgendwie bei 5 an oder solchen Witzen. Das heißt, das, was man sich angucken muss, ist nicht, was das Rating ist vom MOSFET, das sollte so sinnvollerweise passen, aber das, was man sich wirklich angucken muss, ist, wie sind die Dissipation Ratings, also wie viel Temperatur kann er über seine Kühlfahne abgeben und wie viel Watt verheizt sich eigentlich in diesem MOSFET, muss man dann durchrechnen. Auch so eine nette Sache ist, fast alle Rechnungen gehen erstmal vom vereinfachten Modell aus, gerade in den MOSFETs, dass wir einen unendlich großen Kühlkörper haben, der unendliche Wärmekapazität hat. Stimmt nicht ganz. So ein anderes kleines Detail sind die Ratingkurven. Jedes Bauteil hat eine D-Rating-Kurve. Das ist bei einigen Sachen wie bei Widerständen relativ unkritisch für so eine Schaltung. Das wird bei Kondensatoren relevanter. Bei MOSFETs wird es kritisch, weil die haben diese ganz tolle Eigenschaft, wenn sie wärmer werden, werden sie schlechter. Das heißt, je schlechter man die ansteuert, desto schneller werden sie wärmer, desto schlechter werden sie, desto schneller werden sie noch wärmer. Und
das muss man irgendwie so schaffen, dass sich die Linien zwischen der Kühlkurve und dem, was der MOSFET in Wirklichkeit macht, so schneiden, dass es nicht hochgeht. Das ist wahrscheinlich auch der Teil, wo durchaus einige von diesen chinesischen Controllern nicht ganz sauber aufgepasst haben oder halt immer mit 12 Volt getestet haben, passt dann schon, ne? Und das passt so lange, bis was Böses drankommt. Hier haben wir so ein schönes Beispiel, Rechenfehler potenziell drin, aber es sind auch eh generell nur so Pi mal Daumen Rechnungen, das sind keine sauberen Rechnungen, sondern alle ist im Anhang drin. Es gibt so ein schönes Dokument von Texas Instruments, was so Pi mal Daumen Formeln hat, um Sachen halbwegs sinnvoll zu berechnen. Ja, also wir fangen einfach mal an. Wir haben gesagt 60 Volt, 60 Ampere. Da sind wir mal eben so bei 3,6 Kilowatt, wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe, die ja geschaltet werden müssen. So, jetzt haben wir diese schöne Formel, die sagt, wie viel so ein Board kühlt. Und wir haben im Datenblatt von den MOSFETs die Thermal Resistance Junction Case drin. Die gibt quasi an, wie viel Temperatur an den Metallkühlkörper abgegeben werden kann überhaupt. Und mit welcher Rate. Und die haben jetzt einfach angegeben, dass das Ding um 0,24 Kelvin pro Watt, der da drin verheizt wird, steigt. So. Jetzt ist noch die Frage, wie viel Watt verheizen wir. Wir haben an einer anderen Stelle im Datenblatt unter Idealbedingungen, wie viel Milliohm der Innenwiderstand hat. So, und wenn wir das jetzt alles reinsetzen, kommen wir daraus, bei dem Milliohm Innenwiderstand 60 Volt und der Leistung kriegen wir grob ein knappes Volt Spannungsdrop in dem MOSFET. Bei 60 Ampere heißt das, wir haben 60 Watt Hitze, die in diesem spezifischen MOSFET anfallen. Man kann die Rechnung dann noch weiter durchgehen. Beim unendlichen Kühlkörper sind wir immer noch bei 90 Grad. An der Stelle kann man in der Praxis aufhören, weil das wird man nicht gekühlt kriegen, weil das sind schon Idealrechnungen und Idealbedingungen. Das heißt, und wir haben noch nicht so Tachen drin, wie wir schalten den ja auch noch durch, an und aus und sowas, sondern das wäre jetzt nur durchgeschaltet unter Idealbedingungen mit einem unendlich großen Kühlkörper. Nicht ganz realistisch. Das heißt, in der Praxis Schritt 1, wir nehmen erstmal einen anderen MOSFET und das, was man auch häufig sieht, man nimmt mehr wie einen MOSFET parallel. Hat den riesigen Vorteil, wenn ich zwei MOSFETs parallel habe und die vernünftig geschaltet kriege, hat jeder MOSFET A die Hälfte der Last und zusätzlich habe ich mit der Hälfte der Last, aber jeweils, die haben ja beide ihren eigenen Innenwiderstand. Das heißt, ich habe jetzt pro MOSFET nur noch 30 Ampere und 30 Ampere, da es eine Malrechnung ist, habe ich erheblich weniger Hitze. Also ich habe quasi Faktor 4 durch eine Verdopplung der MOSFETs weniger Hitze. Und dann kann man jetzt noch gucken, dass man einen MOSFET nimmt, der besser geeignet ist. Rechts das Stück aus dem Datenblatt von einem, den ich jetzt tatsächlich benutzt habe. Der ist dann so bei 4 bis 4,8 Milliohm. Also mal eben schon allein vom MOSFET selber einen guten Faktor niedriger. Er hat einen Nachteil gegenüber dem anderen, der für mich zum Glück nicht relevant ist. Der andere hätte bis 700 Volt schalten können, der kann nur bis 60. Reicht aber in dem Fall. Ja, und wenn man das jetzt mit dem durchrechnet, kommt man darauf, pro MOSFET bei halbem Strom auf jeder MOSFET, also in einem idealen Beispiel, dass sie sich perfekt gleich verteilt, tun sie auch nicht ganz, aber das ignorieren wir, wäre man da irgendwie so bei 3,6 Watt auf dem MOSFET. Dann kann man sich jetzt noch zum Spaß in diesem Fall durchgucken, was Junction to Ambient macht. Das würde bedeuten, wenn ich im Raum 25 Grad habe und ich habe sonst nichts weiter, wie warm der wird, da sind wir immer noch bei 205 Grad, das heißt, komplett ohne Kühlfläche werden wir dann garantiert nicht auskommen. Mit Kühlfläche, zumindest nach unendlich Größen, sind wir jetzt bei 32 Grad. Das klingt durchaus schaffbar. Also da sind wir jetzt auf dem Wert, da kann man dann jetzt noch durchrechnen, wie groß muss die Platine sein. Da hat man dann so schöne grobe Board-Area-Rechnungsformeln. In der Praxis wird man meistens etwas schlechter sein wie die idealen Formeln. Und in der Praxis ist das auch eine Formel. Also das ganze Ding ist relativ NPH zu berechnen, weil man da extrem viele widerliche Sachen hat mit thermischen Übergängen, teilweise Wärmeflussverhalten und sonstigen Sachen. Also de facto für eine konkrete Platine kann man das eigentlich mehr praktisch evaluieren. Das ist der Grund, warum man bei allen ernstzunehmenden Herstellern irgendwelche thermischen Testkammern hat, damit sie die Zertifizierung machen. Weil das kann man schön auf dem Papier durchrechnen, aber in der Praxis ist die Frage, ob es geht. Und das ist dann wichtiger. Ja. Das heißt, anders formuliert, wenn man das jetzt für den Chip, den wir haben, also so wie das jetzt designt ist, durchrechnen, kommt man darauf, dass das theoretisch passen müsste, gerade so. In der Praxis, wenn man noch einen Kühlkörper draufsetzt oder einen kleinen Lüfter, dann passt das. Da kann man dann relativ pragmatisch werden. Der andere Grund, warum man quasi auf jedem Motorcontroller, der etwas mehr Power hat, irgendeinen Kühlkörper mindestens sieht und meistens auch irgendeinen Lüfter, wenn er günstiger ist, weil der Lüfter braucht zwar Energie und kostet Geld, aber er spart mir locker mal die doppelte Anzahl MOSFETs, wenn ich die Temperatur reduzieren will.
und irgendwo dann auch Gewicht, das ist der Abfrage. Genau, kommen wir zurück zu der schönen Haarbrücke. Generell habe ich im ersten Design 8 Volt gehabt. Die MOSFETs, die ich habe, jetzt in neueren Designs sind mit 12 Volt VGS definiert. Also sprich, mit welcher Spannung ist das Gate geschaltet? Es sind alles N-MOSFETs, aus dem sehr einfachen Grund, P-MOSFETs gibt es. Also sprich, ich schalte positivseitig statt von Ground her gesehen. Nachteil der ganzen Aktion ist, P-MOSFETs sind einfach aufgrund der unterliegenden Physik schlechter und teurer. Und deswegen seltener gekauft, weswegen sie noch teurer werden im Massenmarkt. Also Kurzversion, man nimmt N-MOSFETs. Nachteil der ganzen Aktion ist, der untere MOSFET ist einfach. Beim unteren MOSFET ist die Minusseite am Minus und das Gate braucht 12 Volt. Total einfach, brauche ich einen Spannungswandler auf 12 Volt, kann ich hiermit schalten. Easy. Jetzt kommen wir mit dem Problem der obere MOSFET. Welche Gate-Spannung brauche ich? Da ist jetzt dieses ganz widerliche Problem. Ich habe den Motorpin S. Ich brauche eine Spannung, die 12 Volt über dem Motorpin ist. Ich kann nicht sagen, auf welcher Spannung der Motor exakt ist, weil es hängt unter anderem davon ab, wie schnell der Motor sich dreht, ob er bremst, ob er beschleunigt und ähnliche Scheiße. Das heißt, ich brauche 12 Volt, die quasi oberhalb von diesem Pin generiert werden. So, dafür gibt es eine relativ einfache Lösung, die sehr viele Haken hat, aber die in der ersten Version trotzdem benutzt wurde, weil ich nicht wusste, was ich tue. Vereinfacht gesagt ist, man nimmt einen Bootstrap-Kondensator. Das ist einfach ein kleiner Kondensator, in diesem Fall mit C7, C8, wenn man sich die obere Brücke anguckt. Der hängt oberhalb des unteren MOSFETs mit einem Pin. Und was jetzt passiert, wenn die untere Seite durchschaltet, liegt an dem Kondensator quasi vom MOSFET, das sind die 12 Volt, über die Diode an und der Kondensator wird auf 12 Volt geladen, wenn die laue Seite schaltet. Wenn jetzt die High-Seite schaltet, ist die Diode nicht leitend, weil die Spannung nicht stimmt und der Brückentreiber kann an dem VB-Pin eine Spannung abholen, die 12 Volt über der Spannung, beziehungsweise die Kondensatorladung, die 12 Volt sein sollte, über der Spannung von der Mitte ist, wo der Motor auch dran hängt. Also sprich, man verschiebt quasi einfach den Kondensator, den man auf 12 Volt ladet, wo er in dieser Schaltung ist, effektiv und kann dementsprechend an der Stelle sich temporär 12 Volt herbeizaubern. So die Idee, ist sehr günstig, hat einen ganz kleinen Haken. Der Kondensator entlädt sich mit der Zeit. Das heißt, das Ganze funktioniert nur, wenn man ein PWM-Signal drauf hat auf dem Brückentreiber. Sprich, man kann mit so einer Schaltung nie Vollgas geben, beispielsweise. So, man muss immer ein ganz bisschen freilassen, dafür, dass der Kondensator nachgeladen wird. Genau. Auch noch ganz relevant zu sehen ist, hier hat man so diese schönen Kurven mit dem Durchschalten, bei welcher Gate-Spannung was genau passiert. Ja, den kann ich kurz reinlassen. Deine Vorträge, du. Hier ist das Thema mit, was passiert, wenn ich falsche Gate-Spannungen habe. In dem Fall ist das ein Datenblatt von Infineon, das ist etwas besser. Im Sinne von, es hat einen einfach schon mal ausgerechnet bei angenommener normaler Kühlung, was das bedeutet für die Stromfähigkeit anhand des Innenwiderstands. Und dann sieht man so Sachen, wenn ich damit irgendwie 15 Volt oder 10 Volt draufgehe, sind die Kurven relativ weit oben, irgendwo weit jenseits der 100 Ampere oder anders formuliert, ich bin lediglich in dem Bereich, wo es um die Kühlung geht. Wenn jetzt meine Gate-Spannung runterfällt, zum Beispiel auf 4,5 Volt, dann komme ich da in sehr enge Bereiche, wenn ich 60 Ampere schalte, um mich zu sagen, ich komme in einen Bereich, der außerhalb des Datenblatts ist. Das bedeutet im Normalfall, das Bauteil stirbt, mehr oder weniger spektakulär. Meistens mehr spektakulär. Genau. Das zweite Problem ist, dieser MOSFET schaltet bereits ab 3 Volt durch. Das heißt, der schaltet noch in einem viel schlimmeren Bereich, wie die untere Kurve da ist. Der schaltet im Zweifelsfall mit einem Logiklevel von einem ESP durch. Das ist dann das zweite Problem in dem Design. Da komme ich später nochmal drauf zu. Ja. Und was passiert, wenn man jetzt irgendwie die Gate-Spannung von der High-Seite nicht ganz sauber kontrolliert hat? Naja, ungefähr das da. Das ist jetzt der Moment, wo man die Kiste bei Hartan öffnen kann. Für die Großprobe. Es wird der Rest gleich riechen. Effektiv, was ist passiert? Die High-Seite hat in dieser Schaltung nicht mehr richtig durchgeschaltet, dadurch, weil die Gate-Spannung nicht sauber war. Dadurch ist der Innenwiderstand hochgegangen. Dadurch ist das Ganze marginal wärmer geworden, wodurch es schneller wärmer wurde. Und innerhalb von kürzester Zeit existiert effektiv die Plusleiterbahn, die dort in der Mitte, wo das Loch ist, war, nicht mehr, weil die einfach abgebrannt ist. Man sollte noch dabei erwähnen, zu dem Zeitpunkt, die haben ja eine Stromüberwachung, wir sind gerade mal bei 30 Ampere Strom, also noch nicht mal beim vollen Strom gewesen.
Das Hansa hat auch so dazu geführt, ich weiß nicht, wie gut man das hier sieht, links abgetropftes Lötzinn von der Platine. Ja. Jetzt ist noch die Frage, Moment, wieso ist das eigentlich passiert? Explizit beim Schaltungsdesign bzw. Softwaredesign wurde eigentlich darauf geachtet, dass auf der High-Seite ein PWM-Signal anliegt, dass der eben nicht entlädt. Ja, stellt sich raus, das ist so eine kleine Gemeinheit von diesen spezifischen Brückentreibern. Es gibt zwei verschiedene Typen. Es gibt welche, die über einen Pin angesteuert werden, die High oder Low schalten. Die findet man auch sehr häufig bei normalen Brushless-Controllern drin. Und es gibt aber welche, die Leerlauf schalten können. Das ist so einer, der hat zwei Pins, nämlich ob er High schaltet oder Low schaltet. Und auf der High-Seite ein PWM-Signal zu geben, reicht nicht, weil man auf der Low-Seite quasi ein versetztes PWM-Signal geben müsste, um den Kondensator, während die High-Seite nicht schaltet, zu laden. Und zu aller Gemeinheit müsste man jetzt noch ein drittes PWM-Signal geben auf der anderen Brückenseite, weil wenn auf beiden Seiten die Low-Seite schaltet, bremst der Motor, weil ich den gerade über Masse kurz schließe. Das heißt, ich bräuchte drei bzw. vier ineinander versetzte PWM-Signale. Auf der coolen Seite ist, im ESP gibt es dafür eine Hardware-Komponente tatsächlich, die versetzte PWM-Signale steuern kann. Auf der Kontraseite, wir kommen ja ganz schnell in Bereiche, wo das alles super kompliziert und anfällig wird zu programmieren und fehleranfällig. Und irgendwie, wenn man Softwarefehler hat, geht die Hardware hoch. Das ist irgendwie so ein Teil, der nicht cool ist. Insbesondere... Das ist der einzige Teil, den man schaffen kann eigentlich mit der Software, weil die Hardware, die MOSFET-Treiber stellen sicher, dass ich High und Low nicht gleichzeitig schalte. Also sonst kann ich die mit fehlerhafter Ansteuerung eigentlich keinen Kurzschluss bauen. Das ist der einzige Weg, wie ich das zum Hochgehen kriege. Von daher, was aller Wahrscheinlichkeit nach bei der vorigen Platine passiert ist, der High-Side-Kondensator hat einfach im Verlauf von immerhin 10 Minuten, der hat so lange durchgehalten, entladen, bis er irgendwann in dem Bereich war, wo alles viel zu heiß war und dann hat es angefangen richtig schön zu brennen. Und das ging dann auch sehr schnell dafür. Ja, neuer Ansatz, sind wir beim nächsten Motortreiber. Schritt 1, die zweite H-Brücke ist rausgeflogen, weil macht es einfach zu aufwendig, braucht man nicht. Schritt 2, eins der Fehldesigns im vorigen Design war, was noch nicht aufgefallen ist, wenn ich zum Beispiel meine Batterie überlastet hätte und meine Batterie bricht von 12 Volt zusammen, sagen wir mal, auf 8 Volt, hätte ich die 12 Volt für die MOSFETs nicht mehr gehabt. Jetzt ist das Problem, dadurch, dass der ESP einen eigenen kleinen Spannungswandler auf 3,3 Volt hat, der funktioniert aber noch bei 8 Volt. Das heißt, ich kriege weiter ein Steuersignal für die MOSFETs. Designumstellung, wir erstellen als allererstes mit relativ viel Strom 3,3 Volt. Und aus den 3,3 Volt nehmen wir dann einen Boost-Converter, der wieder die 12 Volt für das Geld macht. Das heißt, wenn die 3,3 Volt wegbrechen, bricht alles sauber weg. Oder es bricht nur die Batterie einzeln weg, aber die MOSFETs schalten sauber durch und es kommt einfach nicht mehr die richtige Leistung an. Aber der entscheidende Punkt ist, man hat ein Fehlerszenario weniger. Schritt Nummer 2. Die beiden MOSFETs auf den High-Seiten haben jetzt einen 12 Volt Independent Voltage Supply. Also effektiv gibt es kleine Bauteile, habe ich seitdem gelernt, die man kaufen kann, die isolierte 12 Volt bereitstellen. Also mehr oder weniger ist es ein effektiv integriert, ein kleiner Schalttrafo oder irgendwie sowas mit interner Ansteuerung. Man gibt auf der einen Seite 12 Volt rein, auf der anderen Seite kommt 12 Volt raus, aber isolierte 12 Volt. So, und diese 12 Volt kann ich jetzt einfach an den Kondensator setzen, den ich vorher über die Diode geladen habe und damit den Kondensator sauber auf 12 Volt halten, egal wo er hingeschaltet ist und was los ist. Das heißt, damit bin ich mir etwas glücklich, dieses ganze Thema los. Man kann beliebige Signale draufgeben, jetzt ohne sich Gedanken machen müssen. Ja, und andere Lektion, die gelernt ist, den Temperatursensor. Er war vorher nicht bestückt, weil werden wir schon nicht brauchen, ne? TM. Wäre er bestückt gewesen, hätte er bei 50 Grad abgeschaltet. Das wäre nützlich gewesen. Naja, und die andere Sache, wenn man schon dabei ist, man kann das Ganze jetzt auch noch ein bisschen optisch aufräumen. Die gesamte Platine hat jetzt so schöne kleine Blöckchen. Sortiert quasi, was ist wo, wo sind die Brückentreiber, wofür sind die Teile da, das Ganze schön quadratisch angeordnet. Und die andere Sache, die man sieht, man hat bei Platinen so dieses leichte Problem, wie viel Strom kriegt man durch eine Platine. Wenn man sich das durchrechnet, für 60 Ampere braucht man nur eine 80 cm Platine, also total realistisch machbar. Genau, das heißt, in der Praxis kommt man dann bei derselben Lösung an, den auch die chinesischen Zulieferer nehmen. Schritt 1. Man nimmt erstmal alle Ebenen, die man kann. In dem Fall sind das drei Ebenen, weil ich nur eine Ebene für Signal brauche in dem High-Power-Bereich und verbindet die alle untereinander, deswegen die ganzen kleinen Löchlein. Netter Nebeneffekt von den Löchlein ist, die übertragen auch Wärme in die verschiedenen Schichten. Schritt 2, das Ganze ist, deswegen ist es auch so golden, es hat keinen Schutzlack drauf. Mit dem Gedankengang, man kann effektiv Kupferschienen drauflöten.
Im vereinfachten Fall für einen Hobbyanwender heißt das, man nimmt irgendein schönes 3,5-Quadrat-Kabel, was man der Länge nach abisoliert, dafür sind die größeren Löcher außen. Da steckt man das Ding durch und dann lötet man das flächig auf die Bahn drauf und dann hat man einen vernünftigen Quadrat für die Leiterbahn und nebenbei auch gleich ein bisschen mehr thermische Masse. Das Ganze ist sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite ohne Lötschutzlack, dass man auf beiden Seiten verstärken kann. Ja. Und damit wären wir hoffentlich beim Ende von dem Thema angekommen, wenn die Schaltung funktioniert. Sonst gibt es irgendwann noch einen Folgevortrag, wo es wieder brennt. Genau. Sachen, die ich so benutzt habe. Es gibt so eine pragmatische Anleitung, wie man MOSFETs sinnvoll auswählen kann, weil es unheimlich viele Parameter bei MOSFETs gibt. Es gibt von TI so eine Thermal Calculator Sache, wo man durchrechnen kann, ob die Kühlflächen ungefähr hinkommen können. Und es gibt in einem ihrer Schaltdatenblätter einen riesigen Anhang dran, der gar nicht zu dem Thema von dem Regler ist, sondern der stattdessen einen sehr viel erzählt, wie die thermischen Berechnungen richtig gemacht werden müssen und die Bauteilauswahl. Ja, das wäre es erstmal. Habt ihr Fragen? Ja, warte. Okay, die Frage ist, ob ich Kühlkörper dran habe. Tatsächlich im ersten Design, das war der Witz der Sache, das wurde ja schon getestet, unter anderem auch mit irgendeinem 45 Ampere brutalen Flugzeugmotorteil. Das lief wunderbar, wenn man nicht 10 Minuten Dauergas gibt, auch ohne Kühlkörper übrigens. Es hatte sogar in dem Praxisanbau, hatte es einen Kühlkörper drauf. Es war an einem großen Alublech, was quasi drauf saß. Aber wenn du in die Bereiche reinkommst, wo die nicht mehr richtig durchschalten, dann ist das fast egal, ob da ein Kühlkörper ist oder nicht. Ich sage nur die Rechnung mit dem Ambient. In dem Moment, wo die Platine zu viel thermische Leistung reinkriegt, kommst du ruckzuck in den Bereich von mehreren tausend Grad, beziehungsweise Feuer brennt ab, aber rechnerisch wären es ein paar tausend Grad. Come on. Ja, du hast angefangen mit, dich interessiert so Zeug mit 24 Volt. Und dann hast du auf 60 Volt bei 60 Ampere dein Design ausgelegt. Schon mal drüber nachgedacht, das Ding zurückzuskalieren, damit nicht so brutale Effekte passieren? Okay, die Frage war, wieso ich eigentlich, wenn ich von 24 Volt ausgehe, irgendwie ich bei 60 Volt gelandet bin und 60 Ampere. Hintergrund ist relativ einfach zu erklären. Also Schritt 1 war diese 24 Volt. Dann stellt man fest, die Amperezahl, die kann man durchaus schon temporär brauchen, wenn die Motoren anlaufen oder ähnliches, die größeren. Weil die, also im effizienten Bereich brauchen die meisten irgendwo um die 15 bis 30 Ampere, je nach Größenordnung von den größeren. Aber meistens sind sie nicht im perfekt effizienten Bereich und man will nicht sofort irgendwie abschalten oder hochgehen. Also die 60 Ampere sind eigentlich primär als Spielraum gedacht gewesen, dass man, egal was passiert, Ruhe hat. Wieso 60 Volt? Naja, zum einen der Spannungswandler, der drauf verbaut ist, kann 60 Volt ab, maximal. Und zum anderen kam man ganz schnell auf den Moment, es gibt noch andere Braschmotoren, die relativ groß sind, die man sieht. Die sind dann um die 500 Watt und die findet man irgendwo so beim Chinesen seiner Wahl so als Go-Kart-Motor. Und dann war so die Überlegung, naja, wenn man das jetzt baut, dann baut man das jetzt aber auch so, dass man wirklich alle Braschmotoren, die es gibt, damit ansteuern kann. Wirklich Ruhe. Also ist das so ein bisschen, tatsächlich ist der Designaufwand auch nicht groß anders, weil das eine ist das Stromproblem, das andere ist das Spannungsproblem. Die Spannung ist relativ unkritisch tatsächlich, was die Motoren angeht. Der Strom ist es, der einen umbringt an der Stelle, weil der Strom ist das, wodurch sich der Drop errechnet, der in den MOSFETs stattfindet und damit auch die Erwärmung. Jo. Weitere Fragen? Ansonsten würde ich dann die Aufnahme jetzt beenden. Thank you.